Miteinander, mein Name ist Marcel und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Artist Opinion hier auf Drawing Like a Sir. Vielen Dank fürs Einschalten und auch vielen Dank an die ganzen Leute, die letztes Mal kommentiert haben. Die Sache ist, ich habe letztes Mal ja nachgefragt so ein bisschen, weil ich das Thema so ein bisschen aufgreifen wollte. Was war denn eigentlich das Thema? Kunstunterricht an Schulen und meine Meinung dazu, beziehungsweise meine Erfahrungen. Und es war unglaublich. Es waren, ich glaube, innerhalb von einer Stunde schon über 100 Kommentare. Dafür wollte ich mich auf jeden Fall bei jedem Einzelnen von euch bedanken, der sich dazu erbarmt hat, einen Kommentar zu dem Thema zu schreiben. Es waren auch teils wirklich lange Kommentare dabei, die ich mir natürlich gerade durchgelesen habe. Und ich habe mich riesig gefreut. Wirklich. Also es war schön, die ganzen Kommentare lesen zu können. Es war schön, mal zu sehen, dass ich nicht wirklich recht hatte, als ich gesagt habe, ich konnte es mir nicht vorstellen, dass Kunstunterricht so vielfältig gestaltet wird. Anscheinend habt ihr mir da doch das Gegenteil bewiesen, weil es viele Leute gab, die mir gesagt haben, hey, mein Kunstunterricht an meiner Schule, der war gut, ich konnte durch den ausgleichen, ich habe immer gute Noten bekommen oder mein Lehrer war wirklich toll, ich hatte noch nie schlechte Kunstlehrer. Gut, das Kommentar kam jetzt nicht so oft vor, aber trotzdem, wirklich vielen Dank für jeden, der kommentiert hat. Was ich jetzt in diesem Video hier vorhabe, ist das ähnlich zu gestalten, weil an sich ist es ja so, dass ich Artist Opinion im Grunde so machen wollte mit einem Thema, so wie früher bei den Kalendervideos. Ich dachte, ich meine, hey, es war noch nicht von Anfang an perfekt, aber ich habe mir jetzt gedacht, auch vielleicht etwas langsam in die Richtung zu gehen, weil ich so das Gefühl hatte, viele von euch haben kommentiert, weil sie Spaß in dieser Folge hatten. Und ja, wenn ihr Spaß hattet, ich habe es auf jeden Fall, dann habe ich so das Gefühl, ich sollte in Zukunft vielleicht so die Artist Opinions so um ein Thema vielleicht so zentrieren und fokussieren, dass das Ganze so ein bisschen was an Thema hat und die Überschrift, die paradoxerweise unten steht, tatsächlich auch stimmt. Bevor ich aber anfange, wollte ich sagen, dieses Motiv, dazu wollte ich noch schnell erwähnen, das habe ich auch schon vor einer Zeit lang getweetet, zumindest habe ich die Ursprungsversion davon auf Twitter hochgeladen und ihr seht vielleicht, wenn ihr die auf Twitter gesehen habt, dass die etwas abgeänderter ist. Das ist nämlich in der Tat eine Commission, die ich, glaubt oder glaubt es nicht, für die hiesige Eisdiele gemacht habe. Ist das so richtig ausgedrückt? Weil, ich meine, ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, aber es gibt bei unserer Eisdiele dieses traditionelle japanische Eis, von dem ich vergessen habe, wie es heißt. Und für die Verpackung wird ein Motiv gesucht und da wurde ich dazu gefragt, ob ich nicht das Motiv entwerfen möchte. Allerdings sollte ich mich hier anscheinend nicht zu sehr loben lassen, weil, ich meine, ich gebe es zu, ich habe die Pose nicht erfunden, die war vorgegeben, die war wirklich fest vorgegeben und zwar genau so 1:1. Es war sogar vorgegeben, welche Hand oben sein sollte. Ich, in dem Sinn, bei der Pose darf ich mich nicht so loben lassen, nur die Umsetzung war halt an mir und die war auch nicht hundertprozentig an mir, weil es auch hieß, die Rüstung muss so aussehen, die muss so und so koloriert sein und die muss, ja, und beim Gesicht gab es auch noch 2-3 Probleme, weil ich halt eine recht seriösere Figur zeichnen wollte und anscheinend war es so, dass die Figur noch einigermaßen kindlich aussehen sollte. Nun gut, aber das ist jetzt das letztendliche Motiv, was ich dann kolorieren möchte in dieser Folge, wenn du es Folge nennen möchtest, dann zumindest eine Folge. Und das Thema dieser Folge ist auch etwas heiklerer als letztes Mal. Ich meine, Kunstunterricht, nun gut, man konnte sich drüber streiten. Ist Kunstunterricht jetzt gut oder schlecht? Das ist natürlich extrem subjektiv. Aber in diesem Video dachte ich mir, sollte ich mal vielleicht einen Fakt aufgreifen. Dieses Fakt ist in diesem Fall, ich weiß nicht, kann man es Angst vorm Zeichnen nennen? Zumindest ist es was glaube ich, jeder von euch schon mal zumindest unterbewusst gefühlt hat, empfunden hat, also was in die Richtung, Angst vorm Zeichnen meinte ich natürlich nicht, ich habe eine Phobie gegen Stifte oder irgendwas in die Richtung. Abgesehen davon muss man nicht unbedingt Stift in der Hand haben, um zeichnen zu können. Das kann man natürlich auch mit Pinsel und so weiter, aber ja, das wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht aufgreifen. Ich habe Angst vorm Zeichnen eher wortwörtlich gemeint, sondern Angst vorm Zeichnen im Sinne von, ich habe tatsächlich Angst davor, den Stift in die Hand zu nehmen und das Bild zu zeichnen. Weil, ich meine, es geht mir so, und jetzt gibt es natürlich so Verwirrung, wie Angst vorm Zeichnen, so in welchem Sinne. Ein Beispiel, was ich dabei aufgreifen könnte, ist, ihr habt derjenige von euch, der Copics zeichnet, der kann das bestimmt nachempfinden, ihr habt zum allerersten Mal einen Copic in der Hand. Ihr wisst, die Teile sind arschteuer, und in diesem Sinne, wisst ihr ganz sicher, wie es sich anfühlt, zu sagen, oh fuck, das sind extrem teure Stifte, die ich jetzt in der Hand habe. Da habe ich echt Angst davor, die zu benutzen, weil, oder echt extrem teures Papier, so ging es mir zum Beispiel.
Wenn ihr jetzt, um dem Beispiel etwas näher zu kommen, einen neuen Skizzenblock habt und ihr denkt euch, ah fuck, ich muss mir so Mühe geben, dass dieser Skizzenblock nicht, ich meine, man kann ja schlecht eine Seite rausreißen bei einem Skizzenblock, zumindest bei meinem. Und ja, in welchem Sinne kann man da jetzt Angst vorm Zeichnen haben? Ich schätze, vielleicht wird es jetzt zum einen oder anderen etwas bewusster, dass in dem Sinne, oh, ich habe teure Materialien und ich habe extrem Angst davor, die kaputt zu machen. Das wäre zum Beispiel was mir mal unterbewusst passiert ist, was ich aber nicht so wirklich realisiert habe. Erst als ich gelesen habe, dass es nicht nur mir so geht, ich wurde auch hier und da mal auf das Thema angesprochen, so, boah, geht das dir auch so? Angst vorm Zeichnen? Hast du Angst, deine Materialien kaputt zu machen? Hast du Angst, vielleicht was zu zeichnen, was dann auf dem Papier vielleicht eine Verschwendung ist? Wo du extrem teures Papier hast und das Motiv gefällt dir nicht so gut. Wo du sagst, oh boah, das war jetzt voll die Verschwendung, auf dem teuren Papier sowas zu zeichnen? Ja, auf jeden Fall, mir geht's extrem so. Gerade deswegen, weil, es ist schon eine Verschwendung. Ich finde schon, es kann eine Verschwendung sein, wenn ihr euch extra Copic-Papier und extra Copics holt. Und ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, ihr könnt nicht von Anfang an perfekt sein. Ihr könnt noch so viel mit anderen Stiften geübt haben. Das erste Copic-Bild wird nie so gut sein wie das letzte. Es ist nun mal so. Und mit Übung zeichnet man einfach besser. Es war auch anfangs beispielsweise bei, Sekunde, wo war's denn? Als ich den Copic Drawing Pen zum ersten Mal benutzt habe, oder als ich, was wäre noch ein gutes Beispiel? Da hinten habe ich ihn, glaube ich, noch irgendwo liegen, meine ich zumindest, den Pentel Brush Pen, den ich auch mal benutzt habe. Das zählt übrigens alles nicht als Produktplatzierung, ich meine es nur als Beispiel. Ja, das sind so Beispiele, wo ich mir sage, also da hatte ich anfangs echt Angst, dass ich da was kaputt mache oder dass ich die Patronen verschwende, dass ich nochmal teure Sachen kaufe und mir der Stift im Endeffekt doch nicht liegt. Weil ich meine, im Endeffekt ist es so, man muss anfangs schlechte Sachen zeichnen oder zumindest halbwegs gute Sachen zeichnen. Es kann am Anfang nicht perfekt werden oder nicht sehr gut im Vergleich zu dem, was ihr später zeichnet. Ich meine, es gibt bestimmt ein paar Ausnahmen, wo die Leute sich denken, ja, also anfangs habe ich damit gezeichnet und es sah für mich schon ganz gut aus. Und das freut mich natürlich sehr, aber wenn ich so drauf zurückschaue, gab es schon ein paar Copic-Zeichnungen, die mir nicht gefallen haben. Zugegeben, es gab zwei, drei, wo ich mir sage, boah, die sind nicht schlecht. Und die werde ich auch in dem Video wieder herholen, was das Zeichnen von, ihr wisst schon, das Video, was am Ende vom jedem Jahr kommt, das sind meine besten Zeichnungen von diesem Jahr zumindest. Wenn ihr euch das allererste Video davon anschaut, dann seht ihr schon, meine ersten Copic-Zeichnungen waren auch nicht perfekt. Die waren nicht mal annähernd perfekt, ich meine, meine jetzigen sind es auch nicht, natürlich. Aber ja, ich meine, um gerade so den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen, es ist wirklich so, dass man nicht perfekt sein kann, gerade am Anfang. Es ist nicht so, dass man keine Übung braucht. Ich meine, Übung ist etwas, was man sich nicht kaufen kann. Das kann man sich noch so sehr versuchen zu kaufen. Man kann Übung nicht kaufen. In dem Sinn, keine Ahnung, ob es vielleicht euch auch so geht. Es ist anfangs immer so, dass man vielleicht ein bisschen Angst hat. Oder zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, bei meinem neuen Skizzenblock, den ich früher hatte, da hatte ich echt extrem Angst, das falsch zu machen. Ich konnte keine Seiten rausreißen, weil das war ein geheftetes Buch, da kann man keine Seiten rausreißen. Und ja, was macht man da, wenn eine Zeichnung schlecht geworden ist? Kann man sie nicht einfach durchstreichen oder so? Das sieht natürlich komplett scheiße aus. Ja, also nur um euch gerade zu sagen, gerade die, wo mich gefragt haben, natürlich geht es mir auch so. Es geht wahrscheinlich jedem so, um jeden Mensch auf dieser Welt zu sagen, boah, also anfangs hat man da echt Angst vorm Zeichnen. Geht mir eben so. Aber nicht nur vom Zeichnen, ich meine, was da noch vielleicht in diese Sparte reinpassen würde, ist vielleicht die Angst vorm Hochladen. Weil es geht ja gerade, ich meine, ich habe es zumindest bemerkt, dass viele junge Künstler gerade oder anfangende Künstler bei mir auf der Seite sind, auch ein paar Veteranen, was ich wirklich toll finde, dass wir nicht nur eine Zielgruppe haben, aber es gibt natürlich viele, die erst mit Zeichnen angefangen haben und sich dann zuerst einen DeviantArt-Account oder sowas in die Richtung erstellt haben. Oder ich kann das voll und ganz verstehen, dass es nicht nur Angst vorm Zeichnen gibt, sondern auch Angst vorm Hochladen. Das ging mir anfangs so, als ich meinen YouTube-Kanal erstellt habe. Weil es ist so eine Kurve, finde ich, wenn man sich einen YouTube-Kanal oder irgendwie in irgendeine Richtung publiziert. Es ist immer so eine kleine Kurve. Anfangs wird man nur gelobt, weil die Hater geben sich natürlich nicht mit jemandem Kleinem ab. Außer natürlich die, wo es nötig haben, natürlich. Oder vielleicht tatsächlich nur Kritik bieten wollen. Ich meine, das Thema hatte ich ja schon mal, Hate und Kritik vielleicht ein bisschen auseinanderhalten zu können, aber das Thema ist ja auch schon etwas länger her. Anfangs ist es so, dass man nie wirklich großartig Hate bekommt, finde ich zumindest. Vielleicht ist es nur bei mir so gewesen, vielleicht bekommen
man mittlerweile, bekommt man mittlerweile einfach mehr Hate, wenn man anfängt. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit diesem ganzen Hate und Beef und diesen ganzen Sachen nicht so aus, weil ich mich da einfach nicht mit involviere. Ich halte oft meine Klappe, was sowas angeht, und ich kommentiere eigentlich auch nur bei Künstlern beziehungsweise bei Zeichnern oder irgendjemanden, bei dem ich weiß, okay, der nimmt meine Kritik auch ernst und der fühlt sich nicht gleich gedisst oder in den Boden gerammt von meiner Kritik, sondern der weiß tatsächlich, dass ich es gut meine. Bei solchen Leuten kommentiere ich. Ich kommentiere für gewöhnlich nicht bei Leuten, bei denen ich denke, oh Gott, der sieht das bestimmt falsch an. Und ich finde, generell ist das auch eine ganz gute Vorgehensweise, so meine ich zumindest. Keine Ahnung, vielleicht geht es auch mir so. Nur mir so. Was ich aber sagen wollte, ist, ich meine, es ist eine steile Kurve, dass man anfangs überhaupt gar keinen Hate bekommt, dann kommt so langsam die Kritik dazu von Leuten, die deine Videos sehen, und dann später, das merke ich zumindest, kommt immer mehr und mehr Kritik im Sinne von, du hast das Video aber nicht so und so geschnitten, wie es andere machen, im Sinne von Kritik, die echt nicht gut ist. Und in dem Sinne müsste man so eine gute Balance finden zwischen Kopf durchsetzen und Kritik akzeptieren, finde ich zumindest. Weil anfangs war es so, dass ich wirklich unnötige Kritik bekommen habe, im Sinne von, ja, deine Videos sind zu lange, mach deine Videos kürzer, was für mich jetzt, finde ich, subjektive Kritik ist. Weil, hey, es gibt viele Leute, die meine langen Videos etwas mehr mögen. Und es gibt Leute, die können das nicht nachvollziehen, dass man lange Videos schaut. Ich meine, ein Großteil von euch schaut ja auch nicht. Diese Videos sind auch an die neuen eigentlich mehr so dafür gedacht, so als Podcast. Nimm's als Podcast, ja. Und hier ist so ein bisschen das optische Element, dass das tatsächlich auf YouTube hochgeladen werden kann. Und es gibt viele Leute, die das nicht verstehen und dann einfach Kritik äußern, ohne nachzudenken, im Sinne von, nein, lange Videos, gefällt mir gar nicht. Und solche Kritik beachte ich mittlerweile gar nicht mehr. Das ist nun mal mein Stil, etwas längere Videos zu machen. Das ist mein Stil. Und fertig. Wenn allerdings jemand sagt, hey, du hast das so und so gezeichnet, das Schwert sieht scheiße aus, was es zugegebenermaßen wirklich ist, weil ich weiß, man benutzt für sowas für gewöhnlich, ich habe es zumindest bei Profi-Mangaka gesehen, dass man für sowas gekrümmte Lineale benutzt, aber ich habe so ein gekrümmtes Lineal leider nicht. Und die Commission muss fertig werden. Und bevor ich mir das irgendwie über Amazon bestelle und das dann nicht rechtzeitig ankommt, ist ja für die Zukunft aber nicht schlecht. Ich habe zumindest kein gekrümmtes Lineal gehabt und dementsprechend sieht das nicht so prickelnd aus, das weiß ich schon im Vorhinein. Ich überlege noch, ob ich es tatsächlich digital nachbearbeite, aber wenn ich ehrlich bin, sollte ich vielleicht ein bisschen dazu stehen, dass ich es nicht allzu gut hinbekommen habe. Aber ja, ich meine, gerade sowas, solche Kritik ist beispielsweise wirklich gerechtfertigt. Und es gibt halt viele Leute, die das so langsam merken, es gibt, um wieder aufs Thema Angst vorm Zeichnen zurückzukommen, die sich im Vorhinein denken, boah, Alter, das Bild muss gut werden. Ich will beispielsweise ein 100-Abonnenten-Special machen, so also die Richtung. Und das Bild muss gut werden, Mist, ich habe wirklich Angst davor, dass ich es nicht gescheit zeichne. Und das kann ich voll und ganz nachvollziehen, dass man vielleicht Druck hat und wegen diesem Druck diese Angst vorm Zeichnen verspürt. Das kann ich voll und ganz verstehen, tatsächlich. Und das wäre so ein anderer Aspekt von diesem Angst vorm Zeichnen, wo ich finde, das muss man mit der Zeit einfach lernen, dass man, je besser man Artworks machen möchte, desto mehr Verantwortung, könnte man das so sagen, desto mehr Verantwortung trägt man natürlich dafür, desto mehr muss man sagen, ich muss aufpassen, dass das Bild besser wird. Und der Druck ist anfangs vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, der Druck ist anfangs vielleicht ein bisschen ungewohnt und etwas erdrückend, gerade jetzt, wenn man, keine Ahnung, Millionen von Abonnenten hat, wenn ich übertreiben darf. Und das könnte ich zum Beispiel nicht nachvollziehen, wenn man Millionen von Abonnenten hat und man einfach nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Aber wenn man tatsächlich Fame ist, wenn ich das so sagen darf, wenn man tatsächlich Fame ist und, jedes Bild könnte extrem scharf kritisiert werden, jedes Detail wird genau unter die Lupe genommen und ich versuche sowieso immer mein Bestes zu geben und das sollte man generell auch. Aber es gibt nun mal manche Sachen, bei denen kann man nicht perfekt sein. Zum Beispiel ich jetzt mit meinem Schwert, das war ja irgendwie schon klar, dass es ohne den Jahren irgendwie scheiße aussieht. Aber ich finde, es sieht einigermaßen okay, oder? Sieht das arg scheiße aus? Ich meine, ich würde mich jetzt auch nicht dafür schämen, ich gestehe es ein, dass es wahrscheinlich nicht arg gut aussieht. Wieso lege ich meine Copics eigentlich immer so weit weg? zumindest gestehe ich es echt ein, dass beispielsweise hier in diesem Fall das Schwert nicht so gut geworden ist. Aber ich finde, zu sowas sollte man auch wirklich stehen. Man sollte nicht Angst davor haben. Vor Kritik zumindest.
sollte man keine Angst haben. Natürlich ist es nicht sehr schön, wenn man geflamed und gehatet wird. Boah, ist das Bild scheiße geworden, ich merke gerade. Das ist die Kontinuität, die etwas gelitten hat. Das muss ich noch nachbessern, tut mir leid. Zumindest, ich kann es natürlich verstehen, dass man Angst hat. Boah, da werde ich gehatet für. Und es Kritik kann auch niederschmetternd sein. Es gibt auch Leute, die sagen, boah, ich mag Kritik nicht. Und das kann ich auch nachvollziehen. Tatsache, dass es manche Leute gibt, die, oh, Kritik ist immer so hart formuliert. Und boah, das sieht hässlich aus. Oder da hättest du dir mehr Mühe geben können. Ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie etwas formuliert ist. Es gibt natürlich manche Sachen, die sind so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das ist, okay, da muss ich vielleicht an meiner Formulierung arbeiten, aber es gibt manche Kritik, die ist so ein bisschen unterbewusst, also so ein bisschen in der Metaebene beleidigend. Zum Beispiel, ja genau, das wäre ein gutes Beispiel, was mir zum Beispiel passiert ist. Falls ihr euch noch daran erinnert, ich hatte im allerersten Oldest Opinion einen gebrochenen Daumen, oder im zweiten und im dritten auch. Und ich habe aus Spaß gesagt, ja, wenn was schlecht ist, dann schiebe ich es einfach aus den Daumen. War scherzhaft gemeint, vielleicht hat sich jeder verstanden. Aber da habe ich gesagt, ja, dann schiebe ich es vielleicht einfach auf den Daumen oder so. Und es gibt dann manche Leute, die dann gesagt haben, das Bild ist schlecht geworden, aber du schiebst das bestimmt wieder auf deinen Daumen. Im Sinne von, ja, manche Kritik kann beleidigend sein, ohne Schimpfwörter zu benutzen. Und ich meine natürlich, von so einer Art von Kritik hat man natürlich am meisten Angst. Das kann ich natürlich voll und ganz verstehen, aber ich meine, voll und ganz verstehen im Sinne von, hatte ich auch früher. Aber ich finde, mittlerweile sehe ich es etwas anders, finde ich. Kritik sollte man mehr als Herausforderung nehmen. Im Sinne von, wie gut kriege ich dieses Bild hin? Wie gut schaffe ich es, dieses Bild zu zeichnen, gerade dass halt nicht viel Kritik reinkommt, im Sinne von, ich bin stolz auf das Bild oder ich bin zufrieden mit dem Bild. Ich kann das ohne Bedenken hochladen. Ich meine, es gibt natürlich immer ein paar Sachen, die man verbessern kann. Zum Beispiel jetzt hier, wenn ihr das Schwert als Beispiel nehmen wollt, dann, ich kann es nicht mehr ändern, so blöd das auch klingt. Ich meine, ich könnte jetzt mit Deckweiß drüber gehen, aber das würde sich dann nicht so gut mit den Copics vertragen. In diesem Fall lade ich ja jetzt praktisch, oder Vergangenheitsform für euch, habe ich ja praktisch ein Bild hochgeladen, auf das ich nicht 100%ig stolz bin. Oder ich gebe es auch als Commission ab. Als Bild, auf das ich nicht 100%ig stolz bin. Natürlich, das könnte man so und so sehen, aber ich finde, man sollte zumindest sein Bestes gegeben haben. Doch, das formuliert es doch mal einiges besser. Man sollte sein Bestes gegeben haben. Man sollte, gerade weil das ja viele Leute mal von mir sagen, boah, warum lädst du nicht 2 Videos die Woche hoch oder warum lädst du nicht immer Video die Woche hoch. Ich finde, man sollte sich echt nicht dazu zwingen. Und ich möchte natürlich auch nicht als der verwöhnte Künstler rüberkommen. Generell finde ich, so blöd das auch klingt, aber Künstler hat für mich schon fast einen negativen Klang. Ich weiß, das kommt jetzt vielleicht seltsam, aber bei mir war es zumindest immer so, ich weiß, jeder Mensch kann sich Künstler nennen. Und da gehen halt so die Geschmäcker auseinander. Wann ist man ein Künstler? Ich meine, man könnte ein Strichmännchen zeichnen. Dann seid ihr schon ein Künstler, weil ihr habt was gezeichnet. Dann seid ihr doch ein Künstler, richtig? Und ich meine, im eigentlichen Term ist das ja tatsächlich so. Man kann sich ein Künstler nennen, sobald man etwas zeichnet. In dem Sinne, ich meine, es ist eine Beschreibung für mich, klar. Wenn man etwas zeichnet, dann ist man ein Künstler. Aber ich meine, ich habe so oft in meiner Schule oder sonst wo gesagt bekommen, dass Künstler jetzt nichts ist, worauf man stolz sein muss. Sobald man etwas Eigenes zeichnet, kann man Künstler sein. Das ist nichts Besonderes. Jeder Mensch kann Künstler sein. Man muss nicht mal gut sein, um Künstler zu sein. Und ja, da gebe ich voll und ganz recht. Aber keine Ahnung, ich finde Künstler hier und da, ich bezeichne wirklich nur Leute als Künstler, die extrem weit gekommen sind. Und das ist jetzt auch nichts, was ich beleidigend gemeint habe oder so. Also tatsächlich, ich finde, ein Künstler kann jeder sein, aber ein richtiger Künstler im Sinne von, du hast was tatsächlich Eigenes geschaffen, was Wiedererkennungswert hat, dann finde ich, bist du erst ein richtiger Künstler. Ja, und das hat jetzt irgendwie wenig mit dem Thema zu tun, tut mir leid, ich schweife ab, aber ich wollte hier und da so ein bisschen meine Standpunkte so ans Tageslicht bringen, weil es auch immer viele Leute gibt, die mich als Künstler beschreiben, wo auch die Meinungen auseinandergehen, weil ich ja anfangs hier auf meinem Kanal nur abgezeichnet habe, was ihr mir aber echt gönnen müsst, weil gerade was Tutorials angeht, ich zeichne Tutorials wirklich nicht gerne. Wenn es darum geht, ja, Tutorial jemandem etwas beibringen, dann habe ich schon gerne eine Vorlage, wo ich sagen kann, hey, ich bring's euch so bei, wie es im Sinne vom Originalautor eigentlich gedacht war.
Da habe ich immer so ein kleines sicheres Backup, das gefällt mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen, deswegen sind die Tutorials auch nur abgezeichnet, sowas wie jetzt hier, das ist natürlich nicht abgezeichnet, okay, die Rüstung ist abgezeichnet, aber das müsst ihr mir gönnen, ich müsste ja irgendwo eine Referenz haben, wie eine Rüstung aussieht, weil der Rest ist natürlich nicht abgezeichnet. Und das ist es auch schon etwas länger, seit etwas längerem nicht mehr in meinen Videos. So, was ihr euch übrigens gerade bestimmt fragt, ist, warum ich jetzt mit Rosa drüber gehe, ist natürlich nur fürs Grundieren. Ich gehe dann natürlich mit etwas mit zwei kräftigeren Rottönen drüber nach. Und an dieser Stelle müsste ich natürlich erwähnen, das sind dieselben Rottöne, wie ich letztens bei dem Tutorial bei meinem Saitama benutzt habe, falls sich das irgendjemand fragt. Weil ich ja immer oft nach meinen Copic-Tönen gefragt werde, das sind 1:1 dieselben Töne. Außer vielleicht das. Das sind die Töne aus meinem How-Tutorial. Das ist was anderes. Ich muss gestehen, das ist, glaube ich, sogar das allererste Mal, dass ich Rüstung von Samurai farbig zeichne. Deswegen wird das eine etwas größere Herausforderung für mich. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht sogar in diesem 2D-Anime-Look zu zeichnen, den ich oft in meinen Tutorials mache. Weil ich selber muss ja gestehen, ich bin ein wahnsinnig großer Fan von weichen Verläufen. Und deswegen weiß ich nicht ganz, in welche Richtung ich da jetzt noch gehen sollte. Vielleicht stellt sich das jetzt noch im Laufe vom Video heraus. Ich weiß es nicht. Ich hoffe zumindest, man kann gut erkennen, mit welchen Tönen ich zeichne, weil es ist ja jetzt auch wieder Herbst und ja, Herbst halt. Ich meine, es wird wieder dunkler und das ist natürlich ein Problem, was ich verstehen kann, wirklich. Aber ihr müsst einfach aus meiner Situation mal sehen, dass ich schlecht Lampen anschalten kann, weil meine Hand dann einen zu großen Schlagschatten wirft. Und das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Ich überlege nur gerade, wo ich jetzt noch welche Parts kolorieren kann. Da müsstet ihr mir so ein bisschen Zeit geben, so ein bisschen bedenkt sein, dass ich nicht komplett scheiße zeichne. Das Schwert wird halt noch... Ja, das ist noch was, wo ich noch nachdenken muss, wie ich das am besten mache oder ob ich da tatsächlich noch mit Deckweiß drüber gehe. Wenn ich mit Deckweiß drüber gehe, dann aber nur später, wenn ich dann wirklich schon mit Copics koloriert habe. Nämlich, wer das halt nicht weiß, Deckweiß verträgt sich nicht so gut mit Copics. Das ist jetzt nichts, was ich erfahren habe oder wo ich eine Erfahrung gemacht habe, sondern einfach nur was, wo ich mir nicht sehr gut vorstellen kann, dass ich da jetzt meine Copics so gut behandeln werde, wenn ich da jetzt drüber gehe mit Deckweiß. Was ich noch ansprechen wollte ist, weil es geht ja um Angst vor das Zeichnen, das ist mehr so die Motivation, weil, und das wollte ich auch vorhin ansprechen, dieses ein Video pro Woche, diesen Rhythmus, das ist natürlich was ich muss gestehen, das begeistert mich auch wirklich an Zeichnern, die wirklich jede Woche ein Video hochladen, wo ich mir denke, wow, also ich hätte nicht so viel Motivation. Es gibt immer so einmal im Jahr gibt es da so einen Monat, wo ich mir denke, boah, ich habe jetzt echt gar keine Lust zu zeichnen. Aber ich finde, bei sowas ist halt Abwechslung auch ein sehr großer Faktor, bei dem man sagt, boah, also Abwechslung macht schon sehr viel aus, weil ich finde, ich kann nicht einfach jede Woche auf Teufel komm raus irgendwas schnell zeichnen, dass die Leute was haben. Ich finde, wenn ich schon was zeichne, und ich meine, es war früher so zumindest, wenn ich was zeichne, dann sollte es auch einigermaßen was sein, wo ich viel Motivation für habe, weil erst dann, wenn ich so den Willen habe, was gut zu zeichnen und den Willen habe, wirklich was Gescheites zu machen und Bock habe, und das ist das Wichtigste, wenn ich Bock drauf habe, dann finde ich, wird ein Bild erst richtig gut. Ich meine, ja, das ist wahrscheinlich sehr Klischee auf die, ja, wenn du etwas mit dem Herzen machst, dann wird das erst richtig gut, aber es ist wirklich so. Es ist wirklich so, wenn ich Bock habe, irgendwas zu zeichnen, dann merke ich, fällt es mir sehr viel leichter, etwas zu zeichnen. So blöd das auch klingt. Ich meine, natürlich muss ich auch an der anderen Seite sagen, man muss produktiv sein, man muss natürlich sagen, ah ja, ich habe keine Motivation. Falls ihr das im Hintergrund hört, das ist aber was anderes. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht großartig. Früher habe ich deswegen nochmal den Tag neu gemacht, aber ehrlich gesagt sehe ich das jetzt nicht ein. Wo war ich? Genau, ich finde es eigentlich nicht okay, wenn sich Leute auf diesem Argument ausruhen und sagen, ja, also, nein, ich hab gerade keine Motivation, was so viel heißt, ich habe gerade keinen Bock, produktiv zu sein. Das ist natürlich was anderes, da muss man auch wieder ein bisschen balancieren können. Zwischen, hey, ich setze mich jetzt auf meinen Arsch und ich mache was, und, oh, ich habe keine Lust. Ich mache einfach nichts und ruhe mich darauf aus, dass ich keine Motivation habe. Das ist auch sowas, da hatte ich auch beides, so meine Erfahrungen damit. Ich meine, ich habe früher tatsächlich Zeichnungen auf meinem Kanal hochgeladen, auf die ich heute überhaupt gar nicht stolz bin. Wo ich sage, boah, also da habe ich wirklich nur gezeichnet, dass ich halt was zeichne, gerade halt um der Zeichnung willen.
wo man sagt, gut, okay, da muss man halt tatsächlich auch eine gesunde Balance finden. Gut, ich meine doch, ich habe jetzt genug grundiert, oder? den Rest... Entschuldigung, leicht erkältet. Ich hoffe, das hört man nicht zu stark. Aber ich habe momentan echt Halsweh. Wobei ich nicht weiß, ob sich das jetzt auf die Länge von der Folge auswirkt, aber gut, okay. Ich habe mir überlegt, für die Haarfarbe vielleicht einfach schwarz zu nehmen, weil ich meine, gut, man kann sich jetzt drüber streiten, ob schwarz jetzt zu simpel ist oder nicht, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich schon von Anfang an was Dunkleres gedacht und in Asien gibt es ja nicht allzu viele blonde Leute. Deswegen, und abgesehen davon habe ich mir echt gedacht, dass ich das jetzt gerade für eine Eisverpackung vielleicht zu Fantasiefarben wie Blau und Grün und sowas nicht allzu gut kommt. Deswegen habe ich mich hier einfach für ein schlichtes Schwarz oder beziehungsweise hier in diesem Fall Grau entschieden. Was ich aber noch machen müsste ist, hier, ich weiß, es gibt Leute, die machen das komplett rot, aber ich habe mich jetzt einfach mal für ein Rosa entschieden, was den Mund angeht. Und für die Rückseite vom Mund weiß ich noch nicht ganz. Da bin ich mir nie sicher. Das ist so ein... Ich weiß nicht, das ist so ein Fehler von mir. Ich kann mich nie entscheiden, was ich die Innenseite vom Mund, welche Farbe ich dafür nehme. Nehme ich dafür schwarz oder nehme ich dafür dann... Ja, ich weiß, es ist vielleicht eine Sache, wo man sich jetzt denkt, ja, das ist... Keine Ahnung, dann nehme halt irgendeine Farbe. Aber ich finde, das ist schon wichtig. Gerade jetzt sind wir auch wieder beim Thema Mühe geben. Sich Mühe geben für ein Bild. Gerade hier, finde ich, sollte man sich jedes Detail im Genauen überlegen. Ich finde, Zeichnen hat generell sehr viel mit Planung zu tun. Zu planen, hey, inwiefern zeichne ich das jetzt? Sollte das auch tatsächlich so aussehen? Welche Farbe nehme ich hierfür und welche dafür? Gerade wenn ihr mit Copics koloriert, oder was sage ich, gerade wenn ihr Copics koloriert, generell, wenn ihr koloriert, finde ich, sollte man sich im Vorhinein immer genau überlegen, wie man vorgeht, welche Farbtöne man nimmt. Ich habe, wer das mal sehen möchte, auch geplant, welche Farbtöne ich für was benutze. Ich hatte immer so ein Sheet, bei dem ich verschiedene Töne probiere. Wer das nicht sieht, das war so die Probe für Sidehub mal, welche Töne ich dafür benutze. Ich finde, man sollte extrem aufpassen, welche Hauttöne man benutzt. Man sollte nicht einfach auf Teufel komm raus schnell was zeichnen. Es gibt natürlich erfahrene Copic-Zeichner, die sich ein Bild anschauen oder eine Lineart anschauen und dann sofort wissen, boah, also ich nehme den und den Ton und ja, das beneide ich wirklich sehr stark, wenn ich andere sehe und die wissen sofort, mit was sie kolorieren. Ich übe da immer so ein bisschen. Ich habe da, wenn ich ehrlich bin, immer so ein bisschen Angst, dass ich da was Falsches nehme, beziehungsweise dass ich vielleicht mit was koloriere, was dem Hautton nicht so entspricht. Aber ich finde doch, mittlerweile geht es eigentlich. Und ich weiß, dass das rosa hässlich aussieht, bevor sich das jetzt irgendjemand denkt. Aber das ist ja nur Grundierung. Das ist nur so zur so ein bisschen zur Vorsorge, dass ich später einen gescheiten Glanz hinbekomme. Ich meine, ihr wisst ja mittlerweile, wie das mit dem Kolorieren läuft. Da muss ich ja nicht großartig eine Predigt deswegen halten. Nur so als kleine Rechtfertigung, dass ihr nicht vielleicht gleich abschaltet, weil euch das Bild nicht gefällt. Obwohl ich ja sehr gut, obwohl ich mir ja sehr gut vorstellen kann, dass es viele Leute gibt, die vielleicht einfach vorspulen und sich dann vorher dann schon mal anschauen, wie das Bild aussieht. So, was ich jetzt hier mache ist, und glaubt es oder glaubt es nicht, aber ich war letztens in einem Fachhandel dafür und ich habe mir tatsächlich einen Copic Original gegönnt. Ja, keine Ahnung, es gab ja auch den Copic, es gab eben dieses alte Video, was ich gemacht habe zum Copic Sketch und zum Copic Ciao und zu den Unterschieden, wo denn jetzt der Unterschied zwischen einem Sketch und einem Ciao liegt. Ich habe in meinem Leben, und das kann ich jetzt kurz nochmal sagen, noch nie einen Copic Original benutzt. Ich meine doch, das ist ein Copic Original, oder? Ich habe es einfach gesehen und habe ihn mir gekauft, weil ich es noch nicht hatte. Und da war ich so ein bisschen neugierig, das hat so das Kind in mir geweckt. Ich bin gespannt, ob sich... Also ich meine, es hat diese Spitze nicht vom Copic Ciao oder vom Copic Sketch. Was mich anfangs ein bisschen enttäuscht hat, weil ich habe ein paar Videos gesehen von tatsächlich ein Mangaka, zum Beispiel von Tite Kubo, wenn ihr ein Videobeispiel haben wollt, von Tite Kubo, wo er diese Stifte benutzt hat und ja, ich war mir nicht so ganz sicher, wenn ich ehrlich bin, ob die tatsächlich so gut sind, weil ich meine, ja, Profi-Mangaka benutzen sie, aber wo es, ich meine, gerade deswegen benutzen ja die meisten Leute die Copic Ciao Marke, wegen, wo war er denn? Dann wegen diesen Spitzen und da hat es mich schon ein bisschen geschockt, dass diese Copic Originals, wenn sie so heißen, dass die diese Spitze nicht haben. Das hat mich so ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin.
Aber nun gut, ich meine, ich habe ja schon mit der Art von. Ich meine, die Graphmaster-Marke haben ja beispielsweise schon in die Richtung solche Spitzen. In dem Sinne ist das nicht komplett ungewohnt für mich, aber es ist trotzdem seltsam, einen Copic mit so einer Spitze zu sehen irgendwie. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie die Spitze auswechselbar ist, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Was ich mit Gelb machen möchte, ist eigentlich nur die Konturen nachgehen, weil in der Rüstung, in der ich die Referenz gesucht habe, die Rüstung, die hatte solche gelben Ränder. Dementsprechend möchte ich dann die Ränder einfach gelb damit abgehen. Ich habe auch mehrere Gelbtöne, was mich ehrlich gesagt immer stört, weil ich nie den richtigen Gelbton finden kann. Ich hätte gerne so ein schmutziges Gelb, aber da bin ich noch auf der Suche, was das angeht. So, sorry für den kleinen Schnitt, es kamen doch im Endeffekt zu viele Nachrichten rein. Ich habe mich einfach dazu entschieden, mein Handy auf stumm zu schalten, dass es nicht zu arg stört. Wo war ich genau? Die Sache ist, dass ich habe mir jetzt einfach mal einen blassen Gelbton geholt, weil ich finde, darauf sollten auch gerade Anfänger achten, dass man sich gerade, ich meine, wenn man schon die Chance hat, also eine riesen Auswahl hat von Copic Originals, weil ich war in so einem Fachhandel für Copic und, also nicht Fachhandel für Copic speziell, sondern einfach ein Fachhandel für Künstler. Und die hatten eine riesen Auswahl von Copic Originals, soweit ich das zumindest gesehen habe. Die waren, also da muss ich gestehen, war ich schwer beeindruckt, wie viele Farbtöne es von den Dingern gibt. Ich meine, ich habe erwähnt, wie viele Farbtöne es von welchem Copic mal gibt. Aber das Ganze so direkt vor sich zu sehen, war schon sehr gut. Und gerade für Anfänger kann ich euch empfehlen, wenn ihr schon die Wahl habt, so viele Farbtöne zu haben, dann solltet ihr die auch nutzen. Und besonders blasse Töne kann ich den meisten Leuten ans Herz legen, weil ich habe den Fehler gemacht, immer nur kräftige Farben zu kaufen, also am Anfang zumindest. Und das war eigentlich nicht so die perfekte Glanzleistung von mir, weil gerade meine Gelb, ihr habt ja mittlerweile schon ein paar Zeichnungen von mir gesehen, das ist mir klar, und auch gerade den Zeithammer, den ich letztens als Tutorial hochgeladen habe, bei dem habe ich meine Standardgelb benutzt und die ist so kräftig, dass wenn man den Kontrast am Computer erhöht, dass die praktisch orange erscheint und das gefällt mir ganz und gar nicht. Deswegen habe ich mir den hier gekauft, weil das Gelb hier so ein bisschen besser wirkt. Habe ich so das Gefühl, das kommt auch so richtig schön rüber wie ein richtiges blasses Gelb. Ist allerdings nicht zu blass, das hat mir schon ganz gut gefallen. Muss ich gestehen, aber ich weiß auch nicht, ich meine, ich habe mich da auch umgesehen und ich habe dieses blasse Gelb beispielsweise nicht als Copic Chao gesehen. Ich weiß nicht, ob das ausverkauft war, aber da werden wir auch wieder bei dem Vorteil vom... Da war auch wieder beim Vorteil vom Copic Original, dass der halt mehr Farbauswahl hat. Gut, mehr Farbauswahl, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kaufargument ist, aber zumindest für mich war es mal ein Argument, den mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob das auch für euch ein Kaufargument ist, wenn ihr sagt, boah, den gibt's nur in der Farbe im Original, dann hole ich mir den im Original. Ich meine, ich habe mir schon so viele Vergleichsvideos angesehen, ob jetzt der Original besser ist oder nicht, oder ob es jetzt gravierende Unterschiede gibt. Ich meine, ich habe ja selber schon ein Vergleichsvideo dazu hochgeladen, ist klar. Aber, naja, ich habe gerade gemerkt, dass ich so viel geredet habe, ich habe schon gemerkt, ich habe vergessen, hier zu grundieren. Das ist immer so ein bisschen mein Problem, dass, wenn ich mich zu sehr ins Reden vertiefe, ich beim Zeichnen zu unkonzentriert bin. Und ich muss natürlich auch mal darauf achten, dass ihr das gescheit sehen könnt. Für gewöhnlich, wenn ich ein Bild zeichne, dann nehme ich das und drehe das immer in jede verschiedene Art und Weise in jede Richtung. Deswegen, ich glaube, das liegt so daran, dass das so der Hauptgrund, dass ich nicht digital zeichnen kann, weil ich das Zeichentablet... Ich meine, es gibt extrem teure Zeichentablets, die haben diese Funktion, dass man praktisch das Bild mitdreht oder das Bild direkt auf seinem Display hat, was zwar ganz cool ist und so, aber... Ich meine, ich gebe da jetzt nicht so viel Geld für Zeichentablets aus. Ich meine, ich habe mein eigenes und das erreicht mir ehrlich gesagt, obwohl, soweit ich weiß, wird das gar nicht mehr hergestellt. Ich weiß nicht, ob die Firma da pleite gegangen ist oder nicht. Aber ich meine, ich zeichne sowieso nie digital. In dem Sinn hat sich das schon fast erledigt. Ich überlege jetzt nur gerade, ob ich jetzt tatsächlich schon mit Schwarz nachgehen soll. Oder ob ich erstmal einen dunkleren Stift nehmen soll. Ja. Aber ich glaube, es liegt so ein bisschen an mir, dass ich Farbvielfalt haben möchte. Das ist generell... Ich weiß nicht, ob da viele Leute Wert drauf legen und es gibt auch Bilder, die ohne zurechtkommen, aber ich finde Farbvielfalt ist gerade bei einem kolorierenden... Klar, da ein Bild mit...
ein Bild mit vielen Farben kommt halt einfach besser rüber, finde ich. Ein koloriertes Bild sollte, wenn es schon koloriert ist, dann schon hier ein bisschen auf Farbvielfalt achten. Finde ich zumindest jetzt. Ich meine, es gibt natürlich auch Bilder, die extrem simpel sind und mir gerade deswegen gut gefallen. Ich kann jetzt so schlicht keine Beispiele nennen, aber beispielsweise Manga ist ja nie koloriert. Zumindest nicht, wenn es keine Farbseiten sind. Nicht, wenn es keine Farbseiten sind. Tut mir leid, ich bin so unkonzentriert heute. Vielleicht merkt man mir das ja an, dass ich jetzt auch die ganze Zeit das Thema gewechselt habe. Aber ja, ich muss halt auf viele Sachen achten, gerade auch, weil es Licht... ich meine, wir haben jetzt irgendwie schon sehr früh morgens und das Licht ist schon nicht so schön wie beim letzten Mal. Ich finde, das Licht ist generell im Winter sehr gewöhnungsbedürftig. Vielleicht haben auch viele von euch das Problem, dass sie da keinen Leuchttisch oder keine Leuchtlampe haben. Ja, keine Ahnung. Ich finde, das gehört so ein bisschen dazu, zu den Problemen der Künstler. Da wollte ich eigentlich auch mal ein Video drüber machen, obwohl ich nicht so ganz verstanden habe, warum. aber ja, ich finde, es hat schon einen ganz schönen Effekt. Worauf ich noch... Es tut mir übrigens leid für die vielen Arms. Wie gesagt, ich bin sehr unkonzentriert. Worauf ich noch zurückkommen wollte, ist das ganze Problem mit dem mit dem Zeichnen halt. Weil ich das Thema jetzt schon Anfang der Folge angesprochen habe, diese ganzen Probleme mit dem Zeichnen oder dieses ganze, hatte ich angesprochen, Angst vorm Zeichnen. Ich finde, es ist was, und darauf wollte ich eigentlich auch nochmal zurückkommen, es ist was Subjektives und ich wollte euch so ein bisschen die Angst davor nehmen. Und sagen, ja, es ist anfangs eigentlich unvermeidlich, dass ihr nicht so stolz auf euer Bild seid. Vielleicht könnt ihr euch eher Mühe geben, aber so ein kleiner Trick, den ich euch geben kann, ist, euer Bild zu planen. Weil, ich meine, das macht jetzt bei mir vielleicht nicht so den Eindruck, ich weiß, aber ihr solltet euer Bild planen, bevor ihr es zeichnet. Bei mir ist das beispielsweise so der Fall, ich wusste schon im Vorhinein, wie die Rüstung aussehen sollte. Ich habe mir mit Bleistift, wer am Anfang aufgepasst hat oder zurückspülen möchte, ich habe mir mit Bleistift anfangs die Highlights einfach markiert. Ich habe mir markiert, wo ich die Highlights setzen möchte. Natürlich, wenn ihr digital zeichnet, fällt das alles weg. Da könnt ihr jederzeit mit STRGZ oder CMDZ, mit den Apple benutzt, alles rückgängig machen. Aber ich finde, wenn ihr traditionell zeichnet, dann kann ich es euch nur empfehlen, vielleicht mit Bleistift einfach die Highlights vorzuzeichnen. Wenn ihr zum Beispiel Angst habt, oh Mann, ich weiß nicht, weil das ist oft so, es gibt viele Leute, die malen einfach komplett drüber und die denken sich, ja, ich habe einen Gelschreiber und damit mache ich einfach die Highlights, was prinzipiell nichts Schlechtes ist, möchte ich erstmal sagen. Was prinzipiell auch der Grund ist, warum ich das hier freigelassen habe, weil ich hier ein Highlight direkt oben drüber haben möchte. Ich weiß nicht, ob ich mir das eingezeichnet habe, zumindest stand das für mich schon von Anfang an fest, dass ich hier ein Highlight setze. Und wie gesagt, ja, der Rosaton geht mir irgendwie auch ziemlich auf den Sack mittlerweile, aber ich werde den schon... Ich werde ihn schon noch etwas verkräftigen, keine Angst. Zumindest, was wollte ich sagen? Genau, plant eure Highlights, vor allem die Highlights halt. Die müsst ihr echt vorplanen. Gerade wenn ihr ein komplizierteres Bild machen möchtet oder ein Bild, worauf ihr später stolz sein möchtet. So blöd das vielleicht auch klingt. Aber ihr müsst das Bild dann schon mal vorhin einplanen. Wo setze ich Highlights? Wo setze ich dunkle Stellen? Ist natürlich auch nicht zu verachten. Wo tue ich später... vielleicht meine Highlights mit dem Gelschreiber setzen, weil es kommt, und das habe ich schon oft gesagt, es gibt viele Leute, die denken sich, ja, je mehr Highlights, desto besser. Ich meine, das gehört vielleicht auch manchmal zum Stil dazu, sehr viele Highlights zu setzen, aber es gibt manche Leute, die sagen sich, ja, ah, ich bin mit meinem Bild nicht zufrieden, ja, dann setze ich noch 5-6 Highlights, dann wird es besser, dann bin ich zufrieden. Und also diese Kompensation, zu sagen, ja, Mist, das gefällt mir nicht, egal, ich werde es mit mehr Highlights auf. Deswegen, ihr solltet euch schon im Vorhinein darüber klar sein, wo setzt ihr Highlights. Also für die ganz, ganz, ganz neuen Highlights sind diese Glanzpunkte, die hellen Stellen, wenn etwas glänzt. Das hätte ich vielleicht früher erwähnen sollen, es tut mir so leid. Aber ihr solltet euch sowas vielleicht im Vorhinein überlegen und im Vorhinein planen. Ich meine, bei fast jedem Bild, außer jetzt bei dem Mewtwo-Fanart letztens vor ein paar Monaten, bei der Mewtwo-Fanart, okay, da habe ich die Sterne gemacht. Das ist was anderes, aber ich finde, ihr solltet euch sowas im Vorhinein überlegen. Gerade auch deswegen, wenn ihr euch unsicher seid, und ihr euch denkt, oh fuck, ich habe so Angst, dass ich das Bild hier ruiniere. Gerade dann finde ich, ist es wichtig zu planen, teils auch, weil ihr euch damit sicherer sein könnt, aber grundsätzlich, weil euch das so ein bisschen die Angst nimmt. Ich weiß, das versteht man vielleicht anfangs nicht so ganz, aber wenn man sich sicher ist, wenn man sich sagt, boah, ich setze da ein Highlight und das steht fest,
Dann finde ich, hat man so ein bisschen mehr Selbstachtung und man, was heißt Selbstachtung? Man hat so ein bisschen mehr Vertrauen in sich selbst. Man sagt, gut, ich habe es geplant. Nichts kann mehr schief gehen. Natürlich wird es schief gehen, so wie ich mich kenne. Aber ich finde, man nimmt sich so ein bisschen die Angst. Man sagt, okay, ich habe es vorgeplant. Es kann eigentlich kaum schief gehen. Es ist nicht so wie bei einer Mathearbeit, wo man vorher lernt und dann währenddessen was komplett anderes drankommt, sondern wenn man tatsächlich vorher sich vorbereitet, dann kann man tatsächlich nicht viel falsch machen. Ich weiß, ich bin in Mathe nicht so gut, okay? Ich meine, es ist jetzt was anderes wie bei Schulfächern, wo man sich vorbereitet und dann vielleicht was anderes drankommen kann. Ich spreche aus Erfahrung. Aber wenn ihr euch tatsächlich hier irgendwas plant und zurechtlegt und euch vielleicht vorher erkundigt irgendwo, keine Ahnung, vielleicht bei mir, vielleicht bei anderen YouTubern, vielleicht ganz woanders in Büchern, was ich nie verkehrt finde, und euch dann vorher erkundigt und sagt, gut, die Highlights, die setze ich hier und da, und gerade die Art und Weise, wie ihr die Highlights setzt, solltet ihr euch im Vorhinein nochmal klar darüber sein. Und dann können die Materialien noch so teuer sein. Dann können die Materialien extrem viel kosten, aber ihr wisst, wie ihr sie einsetzt und das, finde ich, ist das Wichtigste von allem, wenn ihr im Vorhinein selbst sicher seid. Gut, so viel dazu. Ich meine, ich habe nicht so viele Tricks und Tipps gegen Unsicherheit, gerade was das Zeichnen mit teuren Materialien angeht. Das liegt primär daran, dass ich selbst nicht weiß, wie ich das so ein bisschen überwunden habe, gerade aus dem Grund, ich habe es einfach mit purer Übung. Ich habe es einfach mit purer Übung überwunden, wenn ich ehrlich bin. Ich hab einfach angefangen, viel zu zeichnen. Ich habe angefangen, viel zu lernen dafür. Ich habe mir Anatomiebücher gekauft oder ich habe sie geschenkt bekommen, wenn ich ehrlich bin. Und ja, ich finde, gerade wenn ihr mit billigeren Materialien zeichnet, dann finde ich, könnt ihr mit teuren auch erst recht umgehen. Wenn ihr jetzt beispielsweise mit Buntstiften zeichnet, ich meine natürlich Buntstifte und Copics sind extrem unterschiedlich. Auch im Handling, auch in der Ausführung sind natürlich komplett unterschiedlich, aber wenn ihr mit Buntstiften wisst, wie ihr etwas kolorieren könnt, dann könnt ihr von der Komposition vielleicht so ein bisschen erahnen, wie ihr mit Copics angeht. Ich mache dieses Video ja hauptsächlich deswegen, und das kann ich jetzt sagen, ich mache es hauptsächlich, weil viele Leute, bestimmt, weil es vielen Leuten so geht wie mir, die sagen, boah, ich habe so Angst davor, mit Copics zu kolorieren, ich habe mein ganzes, weiß nicht, Taschengeld dafür ausgegeben, Und jetzt habe ich Angst, da was falsch zu machen, was ich so gut verstehen kann, wo ich einfach sage, ja, mir ging es doch auch so. Ich hatte auch Angst, mit Copics zu kolorieren, ich hatte auch Angst, dass ich vielleicht was falsch mache und das Geld aus dem Fenster rausgeworfen kann. Kann ich voll und ganz verstehen, klar. Und aus dem Grund habe ich das Video hier primär gemacht, weil ich gedacht habe, vielleicht kann ich euch so ein bisschen die Angst davor nehmen. Vielleicht kann ich euch so ein bisschen sagen, hey, mir ging es genauso und hier habt ihr so zwei, drei kleine Tipps dagegen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Tipps irgendjemandem helfen. Vielleicht kann es auch sein, dass die Leute noch so viel üben und das Bild trotzdem vielleicht irgendwie verhauen. Aber ich meine, ich will euch zumindest so ein bisschen die Angst nehmen, weil ich finde, vieles von dieser Angst vorm Versagen, und jetzt spreche ich vielleicht auch für mich selbst, liegt im Kopf. Und viele Leute sagen sich ja selbst, boah, ich habe so Angst vorm Versagen. Ich habe so Angst davor, dass das Bild schlecht wird, wenn ich das Geld zum Fenster rausgeworfen habe. Ja, es ist eigentlich alles nur in eurem Kopf, wenn ihr es euch so überlegt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht es richtig oder ihr macht es nicht richtig. Und das, ich meine, im Grunde entscheidet das alleine ihr. Niemand sagt euch, hey, ihr habt das Geld zum Fenster rausgeworfen oder nicht. Ihr entscheidet für euch selbst, bin ich mit dem Bild zufrieden oder bin ich es nicht. Und ihr dürft natürlich auch nicht so Erwartungen und Anforderungen haben. Was mir jetzt beispielsweise aufgefallen ist, dass viele Leute denken, boah, ich kaufe jetzt Copics und dann kann ich genau das, was alle anderen auch können mit Copics, was kompletter Schwachsinn ist. Ich meine, ich bin immer sehr, sehr ermutigend bei manchen Sachen, aber ihr müsst nun mal gestehen, dass ich hier und da auch sehr hart sein kann, was Kritik angeht. Gerade wenn ihr mich anschreibt und sagt, ja, wie ist das Bild geworden, dann sage ich euch natürlich meine ehrliche Meinung, weil ich finde, alles andere wäre Heuchelei. Heuchelei? Keine Ahnung. Zumindest ist es so, das finde ich, man sollte immer ehrlich sein. Und wenn ich ehrlich bin, ihr könnt nicht auf einen Schlag perfekt sein mit Copics. Das ist einfach ein neues Gefühl und gerade deswegen habe ich euch die Graphmaster Marker primär vorgestellt. Ich meine, auch weil ich das Angebot bekommen habe, die Teile vorzustellen, klar. Aber auch weil ich euch gesagt habe und sagen möchte, wenn ihr das Video nicht gesehen habt,
Das sind etwas billigere Stifte. Kauft euch die, dann seid ihr etwas unsicherer, dann seid ihr vielleicht etwas unsicherer mit Copics, aber ihr habt zumindest Graphmaster Marker und die euch ein bisschen helfen, bei der ihr so ein bisschen das Handling für Marker bekommt. Wobei der ihr sagen könnt, boah ja, also so langsam fühle ich mich bereit für Copics. Die Graphmaster Marker kosten teils nur 1 bis 3 Euro. Da habt ihr vielleicht nicht so Angst davor vom Zeichnen. Vielleicht hilft euch das ja. Und ich merke gerade, vielleicht soll ich das tatsächlich später mit dem Denkmalstift nachgehen. ja. Zumindest das war so auch so der primäre Grund, warum ich euch die Graphmaster Marker vorgestellt habe. Weil ich euch sagen wollte, hey, es gibt auch andere Leute, die Angst haben, mit teuren Copics zu zeichnen. Nehmt doch vielleicht zuerst mal was in eurer Preisspanne ist. Und wenn ihr damit dann gut umgehen könnt, dann habt ihr auch vielleicht bessere Chancen, mit Copics zu zeichnen. Zumindest ging es mir so. Ich meine, ich wünschte, ich hätte früher einen Graphmaster Marker gehabt, bei dem ich zuerst üben konnte, bevor ich es ans richtig schwere Kaliber gehen kann. Ja, na gut. Vielleicht liegt es auch einfach nur an mir. Vielleicht war ich mir anfangs einfach nur zu unsicher. Aber ihr könnt ja, und das, wenn jetzt noch irgendjemand dran ist und das Video hier schaut, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben. Wie geht's euch? Seid ihr denn sicher mit Copics? Habt ihr Copics? Und wenn ihr euch Copics zulegen wollt, habt ihr Angst davor? Schaut im Vorhinein vielleicht was kaputt zu machen oder vielleicht zu sagen, boah, also ich habe voll Angst, dass ich da mein Geld zum Fenster rauswerf oder sowas in die Richtung. Habt ihr in irgendeiner Art und Weise Angst vorm Zeichnen? Das würde mich interessieren, weil ich habe jetzt nur 2 Themen besprochen, grob. Ich bin natürlich noch in Unterthemen gegangen, aber das wollen wir jetzt nicht ansprechen. Was ich grob behandelt habe, ist ja jetzt Angst vor Kritik und deswegen habt ihr schon während dem Zeichnen Angst und sagt euch, boah, also ich habe voll Angst, dass mich da jemand stark für kritisiert, für den Fehler und den Fehler. Oder das andere Thema, ihr habt so teure Materialien, dass ihr es euch gar nicht vorstellen könnt, dass ihr euch sagt, boah, also ich habe so Angst, dass ich das Material falsch benutze oder dass ich meinen Copic vielleicht auf dem falschen Papier benutze und die dann ausfilzen, was tatsächlich der Fall ist, was ich früher nicht gewusst habe und nicht so gut war für meine Copics früher. Aber mir hat es keiner gesagt, ich wusste es nicht. Ihr habt jetzt so den Vorteil, dass ihr es von mir gesagt bekommen habt mehrmals, welches Papier ich benutze und bla. Aber ja, wie geht's euch? Habt ihr Angst vorm Zeichnen? Ich meine, mir fällt jetzt so spontan, ehrlich gesagt, nicht so viel mehr ein. Obwohl ich allerdings noch gestehen muss, ich habe gerade wirklich, wirklich Halsschmerzen. Aber ich wollte diese Commission hier tatsächlich noch aufnehmen, weil ich so das Gefühl hatte, dieses Angst vorm Zeichnen, das war einfach ein Thema, was mich echt extrem gereizt hat. Weil ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr euch freut über die neuen Themen. Wie geht's euch? Habt ihr Angst vorm Zeichnen in irgendeiner Art und Weise? Seid kreativ und seid vor allem auch ehrlich, weil ich finde nach wie vor, es gibt da Sachen, an die ich gar nicht denke. Es gibt auch Leute, die, und das wusste ich gar nicht, dass es auch Leute gibt, die nicht zeichnen können, weil sie beispielsweise Parkinson haben. Das wusste ich vor. Ich meine, ich wusste, was Parkinson ist. Klar, das ist ja diese Krankheit, bei der ihr andauernd zittert. Manchmal dachte ich tatsächlich, ich hatte das, weil ich gerade beim Inking extrem zittere oder gezittert habe früher. Mittlerweile ist das nicht mehr so schlimm. Aber auch jetzt gerade bei so kleinen Stellen wie hier, ich zittere manchmal. Vielleicht, wenn man ganz nah ranzoomt, merkt man es vielleicht. Aber ja. Es gibt auch teils Leute, die sagen, boah, ich habe voll Angst, dass ich mir vielleicht irgendwie, keine Ahnung, es gibt Leute, die haben ja so Glasknochen oder wie man sowas nennt, ich weiß es gar nicht. Glasknochen ja nicht im Generellen, aber es gibt ja Leute, die erschaffen auch Kunst auf andere Art und Weise. Ich rede ja nicht nur vom Zeichnen, jetzt zumindest. Es gibt auch Leute, die haben Glasknochen und trauen sich nicht, eine Art und Weise von Kunst auszuüben. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, eine härtere Art von Kunst wäre. Also jetzt, wir sprechen nicht von Musikkunst, sondern von tatsächlicher Kunst vom Zeichnen hier auf dem Kanal, weil mit Musik beschäftige ich mich auf dem Kanal hier ja jetzt nicht so. Beispielsweise, wenn man etwas meißelt oder wenn man töpfert, was in die Richtung, wenn man vielleicht Angst davor hat, gibt es davor Materialien, bei denen man Angst haben muss, dass man sie kaputt macht oder so. Dazu müsste ich noch erwähnen, ich habe null Ahnung von Töpfern. Um das Thema von der letzten Folge nochmal aufzugreifen. Ja, wir haben in unserem Kunstunterricht getöpfert. Ich hatte null Ahnung. Ich habe eine schlechte Note bekommen, ja. Das war eine der wenigen Male, wo wir halt jetzt keine Texte auswendig lernen mussten. Ja, ich weiß schon, Kunstunterricht war bei mir wirklich nicht so prickelnd. Ich glaube, den Eindruck hat man tatsächlich schon bekommen. Aber ja. Keine Ahnung, wie geht es euch dabei?
ich weiß es nicht, wirklich nicht, was ich da jetzt großartig erwarten soll, weil es gibt, und da bin ich mir sicher, hundertprozentig Leute, die sich da was einfallen lassen, zum Beispiel, hey, ich habe Angst vom Zeichnen, keine Ahnung, weil es mir peinlich ist, genau, das, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Vielleicht gibt es manche Leute, die überhaupt gar nicht gut zeichnen, die mit dem Zeichnen anfangen. Ich meine, anfangs, wenn man als Kind anfängt zu zeichnen, dann hat man den Vorteil. Das kann ich jetzt schon mal im Vorhinein sagen, wenn man als Kind lernt zu zeichnen, dann hat man sehr viele Vorteile. Das erste ist, man lernt spielerisch, was ich letzte Folge auch aufgegriffen habe, mit dem spielerisch lernen und so weiter. Man lernt spielerisch, man wird unterstützt im Sinne von, ja, als Kind Bilder malen, da musst du gefördert werden, natürlich, das Kind muss gefördert werden, so in die Richtung. Und der letztere, größere Vorteil, der oft außer Acht gelassen wird, aber ich finde, den sollte man vielleicht trotzdem mal erwähnen, man wird nicht ausgelacht. So blöd das auch klingt, aber ich meine, Kunst ist was, oder ich rede es oft von Kunst, sagen wir jetzt einfach mal Zeichnen. Ich meine, es ist mit Musik so, es ist mit jeder anderen Form von Kunst so, aber reden doch einfach mal von Zeichnen. Zeichnen ist etwas, was man lernen muss. Also das geht gar nicht anders. Man kann sich nicht tausende von Büchern durchlesen und dann sagen, boah, ich, ja, keine Ahnung, ich kann's. Es ist auch nicht wie bei Matrix, dass man sich das einfach durch einen USB-Stick beibringen kann und dann lernen kann. Aber, ja gut, Matrix-Reference versteht jetzt nicht jeder. Aber, nur gut, in Matrix beispielsweise, ich kann es ja kurz erklären, da gibt es den Protagonist, der sich durch einfaches Datenlernen, der hat sich Daten praktisch digital besorgt und konnte dadurch perfekt Kung Fu. Und es gibt sowas natürlich in der echten Welt nicht, obwohl es sehr geil wäre, wenn ich ehrlich bin. Es gibt sowas in der echten Welt nicht. Man kann nicht einfach sagen, gut, okay, ich lese jetzt einfach Bücher oder ich schaue mir einen Film an oder ich schließe den USB-Stick an mein Gehirn an und dann kann ich auf einmal perfekt zeichnen. Was ich ehrlich gesagt auch schade fänden würde, weil ich meine, na gut, dann, das wäre ja unfair gegenüber von Leuten, die sich ihren Arsch aufgerissen haben und ihr Leben lang Erfahrungen gesammelt haben. So ist es nicht. Aber es gibt nun mal nur eine Art und Weise, zeichnen zu lernen. Und das ist mit Übung oder einem sehr guten Mentor oder Tutor oder irgendwas in die Richtung. Dann lernt ihr es schneller, aber ihr müsst Übung haben. Anders geht's nicht. Das ist das A und O. Und jetzt ist halt die Sache, tja, wenn ihr keine Übung habt und erst vielleicht mit 20 Jahren oder noch älter, vielleicht 25 oder vielleicht als später Erwachsener mit 30 oder 40 anfangen wollt zu zeichnen, was macht ihr dann? Ich meine, dann zeichnet ihr natürlich wie ein Kind, wortwörtlich, weil ihr habt es nie anders gelernt. Und ich meine, ich mache mich da jetzt auch nie über niemanden lustig oder so. Ich meine, anders geht's beispielsweise auch Leuten mit Sport nicht. Beispielsweise, wenn ihr nie wirklich Sport im Leben gemacht habt, dann seid ihr als 30-Jähriger natürlich auch komplett unfit. So ist es mit allem, was Übung erfordert, natürlich. Wie gesagt, ich mache mich da über niemanden lustig. Ich empfinde mehr Sympathie dafür, weil wenn man was nicht übt, dann kann man es natürlich nicht. Das ist natürlich nichts ungewöhnlich. Wenn man jetzt als 30-Jähriger zeichnet wie ein Kind, wortwörtlich, man kann nur Strichmännchen zeichnen und das aber lernen möchte. Man sagt, ich möchte zeichnen lernen. Ich bin zwar erwachsen, aber mir egal, ich will lernen zu zeichnen. Dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass man natürlich Angst hat. Dass man sich natürlich sagt, boah, ich schäme mich voll, das hochzuladen. Ich kann ja nicht einfach irgendjemandem sagen, hey, hier mein Facebook-Profil, ich bin 30 Jahre alt und zeichne voll Scheiße. Oder so. Obwohl ich natürlich die Theorie habe, und das ist jetzt vielleicht etwas paradox, dass ich das jetzt so sage. Vielleicht ist es das, vielleicht ist es auch nicht, aber keine Ahnung. Ich meine, je älter du wirst, desto automatisch besser kannst du zeichnen. Ich meine, ich habe jetzt natürlich noch nie in meinem Leben einen 30-Jährigen gesehen, der in seinem Leben noch nie ein Bild gemalt hat. Ich gehe jetzt einfach mal von 30 Jahren aus. Tut mir leid, ich möchte niemanden beleidigen oder so. Aber ich gehe jetzt einfach mal von einem späten Erwachsenen aus. Weil ich weiß auch, es gibt viele Leute aus meiner Zielgruppe, die sind so um die 18, 19. Da wäre 20 Jahre natürlich etwas zu übertrieben. Dann nehme ich ein anderes Beispiel, und zwar mit 30 Jahren. Wenn du mit 30 Jahren tatsächlich noch nie deinem Leben Bild gezeichnet hast, dann glaube ich, kannst du es einigermaßen. Vielleicht, wenn du Wert drauf legst, oder man dir vorher sagt, worauf du achten musst, dann weiß ich nicht, wie ein 30-Jähriger zeichnet. Wie gesagt, habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt, dass ein Mensch noch nie in seinem Leben Bild gezeichnet hat. Ich meine, als Kind muss man ja mal irgendwann gezeichnet haben, oder? Oder? Hoffentlich?
Aber ja, ich meine, wie gesagt, ich möchte jetzt niemanden beleidigen. Aber was mir gerade auffällt, ich habe das Thema schon so oft aufgegriffen. Voll seltsam, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich habe das Thema Zeichnen lernen so oft aufgegriffen auf meinem Kanal. Und zwar, dass man Übung braucht. Und vielleicht Leute von euch, die mich schon etwas länger verfolgen, denen ist das vielleicht schon aufgefallen. Oder sogar schon eher als mir. Ich bin fasziniert von diesem Thema. Zeichnen lernen. Und jetzt tut mir leid, dass ich wieder von diesem Thema Angst vorm Zeichnen, dass ich davon jetzt wieder ein bisschen abrutsche. Aber das fasziniert mich einfach, diese Angst vorm Zeichnen. Wie man Zeichnen lernt, ob es Leute gibt, die Zeichnen allein theoretisch lernen können. Ich weiß, ich habe dieses Thema schon mal aufgegriffen und es tut mir so leid, aber es interessiert mich einfach wahnsinnig. Es fasziniert mich extrem und es würde mich auch einfach interessieren, ob es tatsächlich Leute gibt, die in ihrem Leben theoretisch Zeichnen gelernt haben. Also Leute, die vielleicht einmal den Stift genommen haben, sich 30 Bücher durchgelesen haben über Anatomie und alles Mögliche und dann schon saugut für ihre Verhältnisse natürlich zeichnen. Ich meine, sowas gibt's bestimmt, aber ich würde es einfach gerne mal sehen. Also tatsächlich jemanden kennenlernen oder vielleicht sogar live dabei sein, wie jemand zeichnet. Das allererste Mal vielleicht sogar, was natürlich nicht passieren wird, weil jeder Mensch hat in seinem Leben schon mal gezeichnet, ist aber klar. Aber das würde mich einfach wahnsinnig interessieren. Wie gesagt, das Thema fasziniert mich einfach wahnsinnig. Ja, keine Ahnung. Liegt's an mir, liegt's nicht an mir. Ich meine, jeder Mensch hat so ein paar Sachen, die ihn faszinieren. Und das ist, glaube ich, einfach so meins. Ich meine, generell Zeichnen fasziniert einen natürlich. Und Kunst im Generellen. Kreativität, wenn ihr es so nennen wollt, fasziniert mich einfach. Ich gucke jetzt gerade. Ich merke gerade schon alleine schon bei der Art und Weise, wie der Timecounter tickt, dass ich schon sehr lange dafür gebraucht habe. Ich meine, mir war ja irgendwie klar, dass ich für Koloration sehr lange brauche, wenn ich nebenher rede. Und das war ja auch nie anders. Anders. Ich meine, das Wort anders gibt's ja nicht, oder? Ich versuche mal alles grammatikalisch korrekt zu behalten. Und da sind wir auch wieder beim Thema Angst vorm Reden, Angst vorm Zeichnen. Ich habe Angst, dass mich jemand korrigiert. Ich möchte natürlich so grammatikalisch korrekt wie möglich zeichnen. Grammatikalisch korrekt wie möglich zeichnen. Ich muss immer nochmal nachgucken, tut mir leid. Aber ja, vielleicht wird das sogar eine sehr lange Folge. Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich jetzt gleich nochmal eine Timelapse. Ich kann es jetzt echt nicht beurteilen, weil ich muss schon gestehen, ich bin nicht sehr weit gekommen. Ich bin sogar für meine Verhältnisse bin ich gerade sehr langsam. Was mir natürlich leid tut. Aber ich möchte natürlich hier das Beste raushauen, was ich raushauen kann. Und aus diesem Grund, vergebt es mir vielleicht, wenn es ein bisschen länger wird. Dementsprechend müsst ihr mir natürlich auch verzeihen, wenn ich dann vielleicht einen Werbeblock oder zwei einbaue. Weil klar, das Video ist ja auch länger, ich gebe mir Mühe dafür. In dem Sinn könnt ihr das vielleicht verstehen oder auch nicht, keine Ahnung. Aber zumindest. Das möchte ich sowieso vielleicht so ein bisschen zur Gewohnheit machen, mich bei Leuten bedanken, die tatsächlich auf meine Werbung klicken oder was auch immer. Ich weiß, es ist eigentlich verboten, das aus diesen Gründen zu machen, aber es gibt manche Leute, die machen das trotzdem. Worauf ich mich natürlich einstellen möchte, ist zu sagen Danke an jeden, der den Adblocker ausgeschaltet hat, weil das ist natürlich immer so eine Sache mit dem Adblocker. Ich meine, ich kann es verstehen, dass man keine Werbung schauen möchte, aber ich meine, es unterstützt mich auf jeden Fall. Und andererseits, ich meine, natürlich ist es immer so ein bisschen schön zu wissen, dass Leute in der Hinterhand mich unterstützen wollen. Gerade jetzt auch, weil ja Mais im Dezember rauskommt. Keine Ahnung, vielleicht hat das noch nicht jeder mitbekommen, aber Mais wird voraussichtlich im Dezember gedruckt. Es gibt jetzt auch schon Buchhandlungen, die jetzt schon im Vorhinein mit mir abgeklärt haben, dass sie Mais vielleicht tatsächlich bei sich ins Sortiment nehmen, was mich riesig gefreut hat. Ich möchte dann auch die Filialen bekannt geben, so vielleicht mich um so ein bisschen revanchieren zu können bei diesen Buchhandlungen, um zu sagen, ey Leute, geht dort vielleicht was einkaufen. Die haben Mais tatsächlich ins Sortiment genommen, was ich wirklich einsame Spitze fand. Ich meine, ich kenne die Leute ja nicht mal privat. Ich habe einfach nur so nachgefragt und die Leute haben sich meine Zeichnung angeschaut und haben sich dann darüber gefreut, sowas im Sortiment haben zu dürfen, was mich natürlich ehrt. Einfach genial. Was ich gerade merke, ist, dass die Haut dort tatsächlich etwas zu hell ist. Müsste ich noch etwas dunkler machen. Und so spontan, muss ich gestehen, habe ich irgendwie Bock bekommen, das Schwert jetzt doch zu kolorieren, gerade um das Schwert fertig zu bekommen. Das ist mir so ein kleines Dorn im Auge, wenn ich ehrlich bin.
aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich die Verläufe dazu mache, weil es gibt ja, ich meine, es gibt ja so viele Arten und Weisen, wie Schwerter glänzen. Da möchte ich, glaube ich, einigermaßen hellen Verlauf. Das ist so ziemlich der hellste Copic, den ich habe. Ich hoffe, das funktioniert dann so, dass ich den tatsächlich so zum Glänzen bringe. Warte jetzt einfach mal ab. Dass ich den tatsächlich so zum Glänzen bringe, wie ich es möchte. Nur um den Verlauf mache ich mal etwas Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Da müsste ich wirklich tatsächlich alle Geschütze auffahren, die ich habe an Copics. Dass der Verlauf so weich wird wie möglich. So, ich glaube, das geht einigermaßen. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich meine Copics vielleicht mal wieder auffüllen müsste. Vielleicht gehe ich da später nochmal drüber nach. So, okay. Doch, ich finde, das geht vom Verlauf her eigentlich ganz gut. Das geht eigentlich klar. Weiß nicht, ob mir tatsächlich nochmal was einfällt im Sinne von Angst vorm Zeichnen, ob das tatsächlich noch was zu dem Thema zu besprechen gibt. Aber ich meine, ich wollte sowieso so ein bisschen drüber reden, weil mich viele Leute gefragt haben. Und ich meine, das mache ich jetzt auch nicht nur aus eigennützigen Gründen, weil wie gesagt, es gibt viele Fragen dazu. Zumal, wer das immer noch nicht weiß, das ist der Manga, an dem ich jetzt das letzte Vierteljahr gearbeitet habe. Den ich eigentlich ja nur auf der Dokumi nächstes Jahr verkaufen wollte, aber ich meine, es gab so viel Rückfrage jetzt deswegen, dass ich mir gedacht habe, gut, den werde ich dann online vielleicht auch verkaufen. Ich habe auch überlegt, den vielleicht auf Amazon zu verkaufen, weil das kann man ja tatsächlich. Bin ich noch am Überlegen, wenn die ersten paar Verkäufe gut laufen, dass ich ihn dann auf Amazon hochlade. Allerdings, also das Angebot auf Amazon hochlade. Was ich euch auf jeden Fall sagen möchte, ist, ihr müsst keine Angst haben. Ihr müsst tatsächlich keine Angst haben. Ich werde ein Video darüber machen. Ich werde auf jeden Fall vielleicht sogar mehrere Videos zu Mythe machen. Ich werde wahrscheinlich voraussichtlich ein Unboxing machen von Mythe, während ich dann auch erzähle, wo es das zu kaufen gibt, wie viel es kostet und so weiter. Ich kann euch zumindest sagen, wir kommen ganz gut voran hier. Ich und mein Storyschreiber. Wir kommen wirklich gut voran. Wir sind im Zeitplan. Nur halt leiden die Videos hier und da drunter, dass ich halt hier und da mal kein Video hochladen kann, dass ich hier und da mal kein Video posten kann. Ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis. Es ist halt so, dass ich mir wirklich Mühe dafür geben möchte und ich möchte den Manga nicht rausbringen und da irgendwas Halbherziges in die Welt setzen, dass ich da einen Manga rausbringen kann, nur dass ich einen Manga rausgebracht habe. Wo wir jetzt auch wieder bei dem Thema sind, wenn ich das kurz nochmal ansprechen darf, mit dem einfach nur mal sowas raushauen. Einfach nur mal so, ja, ich gebe mir da jetzt einfach nicht viel Mühe. Ich mache das jetzt halt schnell und fertig. Das möchte ich auf gar keinen Fall, weil das habe ich früher gemacht. Wer sich meine alten Videos angeschaut hat, viele Leute haben gesagt, ja, wo bleibt das neue Video? Und dann habe ich mir gedacht, ja, habe zwar keinen Bock darauf, aber dann mache ich halt jetzt schnell ein neues Video, was soll's. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden. Ich meine, jetzt hier das Video habe ich jetzt auch nur gemacht, weil die Commission dazu reinkam. Worüber ich mich natürlich auch gefreut habe, klar. Aber ja, wisst ihr, gerade deswegen, ich möchte mich nicht mehr zu Videos zwingen. Und wenn ich mich zu Videos zwinge, dann wird das kein Kunstvideo, also kein, was sage ich schon, Kunstvideo, kein Video übers Zeichnen. Wenn ich Video auf Teufel komm raus machen möchte, dann wird es definitiv ein Laber-Video sein. Da habe ich sowieso mal geplant, demnächst mal vielleicht wieder ein Video zu machen in Richtung Commentary. Das habe ich schon sehr lange geplant, aber ja, ich finde einfach nicht genug Recherche dazu. Ich möchte noch ein paar, weil wenn ich solche Videos rausbringe, dann möchte ich die gut recherchieren und möchte gute Argumente bringen. Ähnlich wie beim Copic Smart, und dass es dieses Mal halt kein reviewartiges Video wird, sondern tatsächlich ein Meinungsvideo, ein pures Meinungsvideo. Das wird demnächst definitiv kommen. Kann euch allerdings noch nicht sagen, wann. Ich habe geplant, nächste Woche vielleicht eins rauszubringen. Aber gut, ich habe auch geplant, vielleicht ein Halloween-Video zu machen. Aber das, ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, dann nein. Halloween-Video, ich habe mir gedacht, vielleicht einen Kürbis zu schnitzen oder so. Aber wisst ihr, was soll ich denn mit einem geschnitzten Kürbis, den ich hochlade? Das hat jetzt nicht so viel mit Zeichnen zu tun, wie es eigentlich geplant war. Und naja, also das mit Kürbisschnitzen fiel dann doch flach. Das hatte ich sogar schon letztes Jahr vor. Aber letztes Jahr bin ich nicht dazu gekommen, ja. Und dieses Jahr, wenn ich ehrlich bin, fehlt mir das ein bisschen die Motivation. Weil ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie tatsächlich komplett einen Kürbis geschnitzt. Ich habe viele Kürbis gegessen, ja, aber geschnitzt. Ehrlich gesagt noch nicht, nein.
Deswegen habe ich auch Angst, dass das vielleicht nicht so prickelnd wird, wie ich es mir vorstelle. Naja, ich bin noch am Überlegen, ob ich tatsächlich was mache. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch nicht. Zumindest habe ich coole Motive im Kopf, wenn ich tatsächlich sowas in die Tat umsetze. Welche Motive ich dafür nehmen würde. Aber ja, wie gesagt, ich bin mir auch nicht so sicher, ob das so gut ankommen würde. Es wäre zumindest mal eine gute Abwechslung. Aber ja, ich bin noch am Überlegen. Vielleicht wird das nächstes Jahr vielleicht was. Vielleicht mache ich eine Oster-Special oder sowas in die Richtung, wo ich irgendwelche Ostereier bemale oder so. Wird bestimmt auch cool. Es wäre zumindest abwechslungsreich, das müsst ihr mir gestehen. So, ich merke jetzt gerade, dass ich schon sehr lange aufnehme. Vielleicht wäre es doch tatsächlich mal an der Zeit, das Video hier zu pausieren und einfach mal so ein bisschen weiter in die Zukunft zu springen. Zurück in die... Ja, ich mach den Witz jetzt nicht, tut mir leid. Aber vielleicht sollte ich einfach mich ein bisschen mehr beeilen. Aber wie gesagt, ich möchte nicht, dass das Bild da so ein bisschen zu überstürzt wird. Deswegen, sorry, ich baue eine kleine Timelapse mit ein und dann sieht man sich gleich nach dieser angesprochenen Timelapse. Bis gleich. So, sorry. Tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid, dass ich jetzt keine Timelapse machen konnte. Problem dabei ist schlicht und einfach. Ich war gerade essen, wieder zurückgekommen und wir haben 14 Uhr und es ist zappenduster. Es tut mir so leid, aber ich muss jetzt wirklich mit Lampe weiterarbeiten. Ich habe ja jetzt aufgenommen, wie ich das Bild ja praktisch vervollständige. Aber ich habe dabei keine Lampe angehabt, weil ich selber nicht gemerkt habe, wie dunkel es auf einmal geworden ist. Das ist nicht cool. Das ist ganz und gar nicht cool. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie 14 Uhr und ohne Lampe sieht man gar nichts. Und da meine ich wirklich gar nichts. Das Bild fokussiert nicht und ja. Davon hat, glaube ich, echt keiner was. Wie ihr vielleicht gesehen habt, ich bin hier und da nochmal im Gildschrank ein paar Sachen nachgegangen. Hat hauptsächlich den Grund, dass ich gemerkt habe, so während dem Zeichnen, dass hier und da vielleicht ein paar Übergänge nicht so gut gegangen ist. Vor allem hier bei diesen, ich weiß gar nicht, was das ist, bei diesen Armprotektoren, sage ich einfach mal. Da sieht man nicht genau, dass die Teile einzeln gemeint sind. Man erkennt nicht genau die Abgrenzung zwischen einzelnen, da hatte ich keine großartige Wahl, außer da noch mit dem Deckweißstift drüber zu gehen, was ich ehrlich gesagt ziemlich bedauere, weil ich es recht schade finde, für extra einen Deckweißstift benutzen zu müssen, aber andererseits erkennt man dann die Intention dahinter nicht, was ich recht schade fände, und dann habe ich das geringere Übel genommen und einfach mit dem Deckweißstift ein paar Sachen nachgegangen. So jetzt beispielsweise hier, so dünne Konturen liegen mir einfach echt nicht. Da male ich trotzdem hier und da mal drüber raus, was ich echt üben muss, ganz ehrlich. Aber soweit ist es eigentlich fertig, ganz gut. Ich hoffe, natürlich ist es nicht zu rosa geworden. Das war jetzt so die Commission an sich. Ich hoffe natürlich, die ist in euren Augen vielleicht auch recht gut geworden, dafür, dass ich sie, und bevor mich jetzt irgendjemand deswegen anfährt, die sollte nur bis zum Bauch gehen. Ich meine, ich hätte sie im Endeffekt noch raus photoshoppen können, aber aus welchem Grund auch immer hieß es, nein, nur bis zum Bauch, nur bis zum Torso, was auch immer. Und in dem Sinne, nur gut, ich mach's einfach mal so, wie es mir aufgetragen wurde, ne? Dafür werde ich immerhin bezahlt. Okay, soweit möchte ich mich natürlich, wie bei jedem anderen Video auch, bei euch bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Das bedeutet mir natürlich immer sehr viel. Wie gesagt, eure Meinung zu dem ganzen Thema hätte ich liebend gerne in den Kommentaren, weil, ey, nach wie vor ist es ja so, es ist ja etwas, was ich gerne lese. Kommentare. Also, wenn ihr Lust habt, dann schreibt doch gerade mal rein, ob euch noch was zu dem Thema einfällt. Oder ob euch vielleicht sogar ein neues Thema einfällt, worüber ihr mich gerne sprechen hören würdet. Soweit ist eigentlich alles gesagt, was gesagt wird. Mein Name ist Marcel und man sieht sich zum nächsten Video hier auf Drawing Like a Sir. Bis dann! Und damit ein weiteres Mal ganz herzlich willkommen zu Enslate hier auf Drawing Like a Sir. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch hier ein Video raussuchen, auf das ihr klicken möchtet, beziehungsweise auf die Artist Opinion Playlist, wo ihr noch andere Laber-Videos von mir findet, die eine Ewigkeit lang gehen. Oder ihr abonniert und werdet Nachkammer, dann werdet ihr natürlich jederzeit benachrichtigt, wenn ich was Neues hochlade. Ist doch auch was, ne? Soweit wirklich danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich halte mich jetzt einfach mal kurz, das Video geht so schon lang genug. Soweit, danke fürs Zuschauen. Tschüss.